Schon wieder Herford. Auch wieder Runde 1. Auch wieder. Oh, ich habe letzte Folge ja gar nicht zwei Partien war angeknabbert. Naja, es ist jetzt nicht mehr machbar, aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Rekrut, ja. Ohne Visier ist ja eine Schrotflinte. Welches Level ist das denn? Welcher Rekrut ist das denn? Der Slow. Hä? Ärmler sein. 152. Rekrut aus Überzeugung, also. Wie er da hängt. Er ist der Letzte. Scheint dabei ernsthaft spielen zu wollen. Wobei, das verstehe ich jetzt nicht. Denn er hat immerhin dazu gemacht. Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde aushalten. Letzter verbleibender Gegner. Ich kann nie ernsthaft über längere Zeit mit nur Schrotflinte als Hauptwaffe spielen. Bug ist da anders. Da kann man sich währenddessen entscheiden, so oder so. Gerade in so einem taktischen Spiel. Oben mit Ampel gespielt, oben rechts, die Zeichen gerade. Gerade in so einem taktischen Spiel. Es gibt eben bloß ausgewählte wenige Spiele, wo ich Schrotflinten toll finde. Ich sag nur Tomb Raider. Oder auch schon so oft gehört. Wenn ihr dabei wart, als ich das gesagt habe. Ich könnte meinen Teamkollegen unterstützen, fällt mir gerade ein. Half-Life. Viel ist da nicht zu machen. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Ab in die Schrotflinte. Und ein Gegner geht. Oder kommt. Drei sind gegangen zwischendurch. Ziemlich auffällige Schuhchen. Bei IQ. Aber die Säulen haben sie entfernt, oder? Haben die ganzen Spieler, die IQ spielen, alle die Schuhe gewechselt? Weil ich sehe das gar nicht mehr so oft, dass die Schuhsohle, die war ja mal so knallig, dass die tragen. Wir haben schon Ibana, ich nehme Fuse. In der Hoffnung, dass Montagne nicht wieder ankommt und den Entschärfer haben möchte, den ich jetzt gerade gar nicht haben kann. Oh, schaut mal, der Slow spielt jetzt einen Operator. Ne, einfach Operator, Rekrut ist Rekrut. Oh, wir haben was gegen die bösen Augen. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Wo komme ich hier rein? Ah, Keller, das ist blöd. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Also ich bin noch gar nicht drin, aber hier unten. Na, jetzt fahre ich auch rein. Eine alte Kette. Oh, die haben Vigil. Da war er. Jetzt kennen wir ihn auch oben als Bildchen. Entschuldigung, ich höre auch auf. Es ist mir etwas zu spät aufgefallen. Ich habe wieder Dauer gedrückt. Oh. Revanche für vorhin? No. Geht. Naja. Lichter kann man ja bloß temporär ausschießen. Das Ding flackert auch mal kurz. Zum Glück kann man irgendwelche Lautsprecher ausschießen oder Radios, einfach was eine Störquelle ist.
Fink hat Splittergranaten. Ja, reinfüßen kann ich da jetzt nicht mehr. Hätte mich aber auch eher ins Fenster bewegen können, aber... Scheiße. Hätte mich da eh nicht hoch sein können. Hier kann man nicht irgendwie blöd raus und uns umbringen, oder? Okay, doch. Kommen wir eh kaum zum Einsatz. Vielleicht ist hier irgendwie... eine Willkommensmatte. Das ist ein gemeines Fenster. Da kommt man gar nicht rein. Da braucht man wirklich einen Leiteroperator. Übrigens habe ich wieder neue Ideen für Operatoren. Werde ich aber nicht jetzt vortragen. Finca lebt noch. Ich versuche mal, sie irgendwie zu schützen. Okay, hier kommt keiner an. Clash haben sie. Nee. Es kann gerade wie ein böses Auge. Aber Maestro ist ja schon weg. Gut, wenn sie jetzt herumdrohen, dann bleibe ich auf jeden Fall hier in Lower-Position zum Schießen. Schießt jemand auf die Drohne, schätze ich. Ist ja keine Pappwand hier neben mir, oder? Na, ist Stein. Das war Finker. Das war Holzbordüre, aber da oben nicht mehr. Mist. Den Kopf nicht getroffen. Der schießt ständig nur auf meine Füße. Ganz schön niedlich, diese Kontaktgranaten. Schaut mal, ich habe eine Matte gefunden. Frau Frost ist auch in der Nähe. Habt ihr das Nachladen gehört? Ah, okay. Nein! Oh, glücklich. Zum Glück, die ist weg. Hätten Sie jemanden da. Jetzt kennt sie alle. Finger kennt jetzt die ungefähren Positionen. Ein Gedanke für einen neuen Operator. Wie wär's denn mit einer Schweißbrennerdrohne? Klingt interessant, oder? Damit kann man sich dann Durchfahrten in Wände brennen oder generell für Teamkollegen Wände aufmachen zum Durchgehen. Aber mein nächster Gedanke war sofort, wer spielt da noch Twitch? Wenn man mit einer Schweißbrennerdrohne auch elektronische Geräte kaputt machen kann und damit viel mehr Saft hat als mit der Twitch-Drohne. Insofern fällt das gleich wieder in den Papierkorb. Aber es war eine Idee. Ich muss mich noch entscheiden. Oh, 4 Kontaktgranaten. 4x2, obwohl wir nicht... die Bombe spielen. Die Bombe. Eins zu eins steht's. Zieht sich alles ganz schön. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Nimm dir Ella. Ah, die Brille, das ist ja die Standardbrille, ne? Die ist ja auch auffällig bei Ella. Hm. Natürlich hier weiterhin eine Dreierwand. Ella macht schon zu. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. Schild aktiv. Schild aktiv. Es bleiben 5 Sekunden. Drohne, hallo? Nö. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Rechts waren, glaube ich, Regentropfen. Ich dachte, da tippelt jemand rechts. Mist. Wenigstens ein. Hier ist niemand. Wenn sie hier mal aufmachen, aber dann müssen sie wirklich jemanden haben zum Aufspringen, dann ist das
eine nicht so gute Position darauf bezogen, aber ansonsten, wenn sie da aufmachen, ist sie auch nicht mehr so gut. Wobei, man könnte noch so gehen. Na, der Raum ist ziemlich kacke. Wenn man niemanden zum Aufsprengen hat, ist der richtig kacke. Als Angreifer. Ziemlich komplett zurück. Ich werde nicht aus dem Raum rennen. Währenddessen versuche ich mal ein paar zu identifizieren. Das war Läsion. Wenn ich sterbe, müssen sie ja schon weit im Bereich drin sein. Auf dem Dach ist keiner. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Zeit für ein Ace. Hoffentlich sieht man mich nicht. Der Gegensicherung des Biogefahrgut behält. Die Feinde. Oh, knapp drüber gesenzt mehrmals. Scheiße, 4 Lebenspunkte nur noch. Einfach mal geschossen, darf noch nicht Treffwasser, aber hab nichts getroffen. Hab das Gefühl, die haben auch nichts gesehen. Die haben auch einfach wild reingeschossen. Das ging jetzt aber fix. Bei einem Raum, wo man sich eigentlich so sicher gefühlt hat. Hm. Sprengen, Claymore, Claymore und Blend. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ach nee. Oh, Vigil haben sie schon mal. Kenne ich mittlerweile. Bald. Hätte doch in den Keller gehen können. Klebt Obsidian an dem Geländer? Wir kennen schon alle, okay. Ist so lustig, dass man da drauf stehen kann. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Er ist zu weit oben, ne? Ja. Ah, Vigil ist in der Nähe. Blablabla. Yokai. Auch. Kann ich die hier reinschieben? Vorsicht, Leute, hier ist jemand gewesen. Jawohl. Vigil ist da, der Arsch. Schieß auf die Drohne, genau. Lass dich umbringen. Komm schon, bring den einer um. Er lebt ja immer noch. Hat Hoffnung, die greifen den ab, weil vor ihm waren Gegner in der Nähe. Aber nee. Der Brenner ist einsatzbereit. Letzter verbleibender Gegner. Ich will auch noch irgendwie mitmachen. Der Brenner ist einsatzbereit. Ich hab mitgemacht. Scheiße. Nicht gedacht, dass die da jetzt rausguckt. Falsch gedacht. Lieber nicht so viel denken. Mira hat den zweiten schon verletzt. Ich
Behälters einstellen. Feindliche Aktivität. Mit Sicherungsbehälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Das ist interessant, was mit dem Loch. Aber ich merke auch, wie ich einfach Hereford überhaupt gar nicht kenne. Und ich da ziemlich viel Zug verliere. Festung muss aber auch mal bald dran kommen zum richtig kennenlernen. Festung kenne ich besser als hier Hereford. Es gefällt man sich gar nicht, einfach so Zeit in Anführungszeichen zu verplempern. Ja, es hat schon Spaß gemacht, mal so Details kennenzulernen, aber lieber spiele ich eine halbe Stunde, als einfach nur eine halbe Stunde lang herumzurennen. Aber ohne geht's nicht. Ich habe ja Turm bis heute nicht wirklich drauf bekommen. Ist doch meine Wand gewesen. Voll frech. Nein! Kann man den Müll hier wegmachen? Nein, da ist eine Kameradurchfahrt. Ich habe nichts getroffen. Die Schockdrohne ist auch rein. Also Twitch haben sie schon mal. Immer noch nichts getroffen. Die Fenster gefallen mir null. Hier bin ich ja schon mal durch ein Fenster gestorben. Mit Läsion war das, ne? Ja. Oh. Twitch kannten wir schon. Jetzt haben wir sie auch als Bildchen oben. Zwei sind noch unbekannt. Hier hinten ist noch keiner so schnell hingekommen. Die spawnen ja alle an der gleichen Ecke. War bloß mal ganz kurz im Radius, oder wie? Das habe ich jetzt gesehen. So weit oben. Okay, steht jemand im Gang und gibt mir einen Kopfschuss. Herzschlagsensor eingesetzt. Ist bloß eine Steindecke, da kann ich nichts machen. Oh! Luke über mir. Fast tot. Ziemlich voll zurück. Ich muss bloß mal schief angeguckt werden, dann bin ich weg. Wenn jemand in den Raum reinkommt, bekomme ich das ja mit. Sensor eingesetzt. Ein LMG, das könnte Fuse gewesen sein. Was soll ich machen? Gucken? Achso, ja, weil ich weggehe. Aber hier bin ich doch gut, ja. Bin ich ihm doch nicht im Weg. Hockt er eh in seiner Ecke. Ich darf jetzt nicht offensiv werden mit meinen drei Lebenspunkten. Weiter weg kann ich nicht. Feind
Suche läuft. Muss warten, bis jemand im Raum ist. Ansonsten, ich darf jetzt nicht selbst schielen. An der Tür, ansonsten bin ich weg. Ich habe nämlich nur 3 Lebenspunkte. Das ist nicht gut. Jetzt bin ich markiert. Ich könnte nach unten abdampfen. Will ich das machen und dann von unten was versuchen? Nee, sterbe ich selbst. Ich bin viel zu nah dran an dem Nitro-Zeug. Ich bleib jetzt drin. Die können ja bloß durch die Tür rein. Dann muss ich halt gut treffen. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. 15 Sekunden. Ich habe einen entdeckt. Zweiter Stock. Der Gegner versucht, weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter zu verhindern. Ein Gegner verbleibt. Der ist verletzt, oder? Der ist verletzt. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Er hat sich hinter ihm reingeschwungen, oder wie? Lustig. Ich habe wirklich noch 2 abbekommen. Puh. Zum Glück bin ich da weggegangen, da lag nämlich jemand. Hat Spaß gemacht, das war toll mit Herzschlag, man auch wenn zwischendurch mit dem Sensor gucken durch die Tür, oh Mann, ich wäre fast gestorben, 3 Lebenspunkte, aber bin ich nicht. Und damit bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.